Meine Damen und Herren, ich habe jetzt einen sehr, sehr, sehr gefährlichen Trick. Von daher brauche ich auch einen Freiwilligen. Und es ist nicht so einfach. Ich nehme einfach denjenigen, der als erster die Hand hochhebt. Ein Riesenapplaus für meinen Assistenten, bitte. Ich würde gerne mit Ihnen tanzen, das geht auch nicht. Ausweisen, dass Sie 18 sind oder so? Können Sie sich vielleicht mal ein bisschen frei machen, dass Sie ein bisschen mit mehr Bewegungsfreiheit haben? Es ist nämlich auch immer sehr interessant, meine Damen und Herren. Von dem holländischen Maßschneider Van der Stange. Haben Sie schon mal einen Applaus dafür gekriegt, dass Sie eine Zigarette angezündet haben? So, sind Sie sich wirklich sicher, dass dieses Jackett feuerfest ist? Also ich bin mir nicht so sicher. Ich frage Sie nochmal, sind Sie sich wirklich sicher? Also wenn Sie jetzt ja sagen, dann versuchen wir es einfach mal. Ich würde das jetzt nicht so sehen. Okay, aber ist egal. Wir machen mal eine kleine Einhüllung rein. Und zwar... Fühlen Sie mal bitte mit der anderen Hand rein, ob das tief genug ist. Ist tief genug? Sagen Sie jetzt bitte ja. Ich weiß das selbst, aber ich brauche das für die Versicherung. Ja? Ganz wichtig ist, diese Zigarette immer vorher abwaschen, weil sonst gibt es zackige Löcher. Ja? Bitte, das wollen wir nicht. Zackige Löcher sind out, runde Löcher sind in. Dann gab es da noch eine andere Sicherheitsvorkehrung. Habe ich vergessen. Kann so wichtig nicht gewesen sein. So, meine Damen und Herren. Okay. Jetzt wird es gefährlich. Peter. Aus Peterfeld. Achtung. Wie ist mein Nachname? Bitte? Genau, Schlafke. Peter Schlafke. Man hat dir doch vorher gesagt, warum ich so weit aushole. Damit du genug Zeit hast, um Schlopp zu sagen. Ich meine, du kannst echt nur von Glück reden, dass du hier mit einem Profi zusammenarbeitest. Ich kann improvisieren. Also, wir machen jetzt den weltweit einzigen Einzigaretten zwei Löcher Trick, den es gibt. Mit einer Zigarette schaffe ich es, zwei Löcher ins Jackett zu brennen. Eins von innen. Dass die Zigarette hier im Jackett ist, reine Illusion. Der Qualm. Rein. Den Gestank habe ich noch nie gehabt. Aber mach dir mal keine Sorgen. Es ist wirklich noch nie etwas bei diesem Trick passiert. Übrigens Premiere heute. Ja. Er denkt natürlich, er könnte das Jackett niemals mehr anziehen. Bitte, ich kann dich beruhigen. Das nächste Mal, wenn du das Jackett anziehst, lässt du einfach die Hose weg, dann guckt keiner mehr auf dich. Das funktioniert. Aurelia. Cordelia. Ophelia. Jetzt musst du mir nur erklären, warum du mich anguckst und nicht dein Jackett. Hier spielt die Musik. Amane. Sultane, Afghane. Ich würde so ein bisschen mehr Mystik und Dramatik in die Stimme setzen. Servante. Andante. Gouvernante. Das ist aber keine Mystik und Dramatik. Alter. Pass auf. Okay. Dann puste mal schön rein. So, meine Damen und Herren, Sie können schon mal Ihre Hände in die Applaus vorbereiten. Position. Wenn Peters Zauberspruch geklappt hätte, dann wäre die Zigarette natürlich weg. Dann wäre das Jackett unbeschädigt, dann könnte Ihr Applaus für den lieben Peter sofort einsetzen. Vielen Dank!